Ich will nicht lügen. Ich weiß nicht, wie es Marcel geht, der vorne läuft. Aber für mich ist es auf jeden Fall gerade der härteste Teil unserer ganzen Tour bis jetzt. Das ist der 5. Tag und mein linkes Bein hier ist so übelst am Schmerzen. Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zur 5. Etappe. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Fähre. Das heißt, wir müssen nicht gleich in die Pedale treten, sondern können uns gleich nochmal 45 Minuten entspannen, vielleicht frühstücken. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Grömitz an der Ostsee, wo unsere nächste Unterkunft auf uns wartet. Sind circa, ich glaube, 50 Kilometer, das wird wahrscheinlich die längste Strecke. Aber das Wetter ist gut und es soll nicht so viel Wind geben, was natürlich sehr hilfreich wäre, weil gestern 30 Kilometer trotzdem super anstrengend war. Wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg zur Fähre und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh, das ist, ich würde sagen, Leute, das ist mal ein geiler Untergrund hier. Wir sind auf dem Schiff, verlassen jetzt Dänemark. Ich wollte mir mal die Panorama-Lounge auschecken. Was soll hier sein? Ach, das ist so herrlich hier. Gut, es wird richtig windig hier und Wind und ich sind ja keine Freunde bisher. Ich hoffe, hier gibt es gleich irgendwas was zu essen. Ich brauche erstmal Frühstück. Ja, das war's jetzt mit Dänemark. Jetzt geht's auch nach Deutschland. Ich freue mich. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon eine Menge geschafft. Ich bin nicht topfit, habe ein bisschen Sonnenkopfschmerzen oder so, glaube ich. Ich suche hier immer noch mal Frühstück. Alles geht jetzt los. Warum ist das zu hier? Kein Kaffee? Das ist ein Trauerspiel. Kommen wir da irgendwie hoch? Lounge. Try mal hier. Sag mal, Marcel, und diese Fähre, die fährt uns direkt nach Grömitz? Das wäre nicht schlecht, ja. 70 Kilometer. Das wäre ein Traum. Das wäre absolut ein Traum. Aber wir haben jetzt 45 Minuten Überfahrt und dann wären 50 Kilometer weggehauen. Hey, Bro, ich habe den Kaffee gefunden. Komm. Ein Kaffee oder einen Kaffee? Mehrere. Wie du in die Kamera guckst. Sieht man das? So ein bisschen gestretched an der Seite, weißt du, so quasi. Hast du so schäl rübergeguckt? So wie, so wie Alina manchmal, wenn sie guckt, ob ich filme oder nicht. So, Cheers, Leute. Es gibt jetzt einen leckeren Kaffee von Starbucks. Ich bin eigentlich kein Fan von Starbucks. Ich finde nur, das Design ist einfach mega geil. Der Kaffee ist okay. So, Freunde, die Fähre hat angelegt. Jetzt beginnt die Tour. Ich bin so schlapp heute, Alter. Ja.
auf Fehmarn unterwegs. Wundert euch nicht über meine Kopfbedeckung. Das habe ich alles Alina zu verdanken. Die sagte, nein, nimm kein Cap mit, brauchst du nicht. Gestern habe ich mir fast den Kopf weggebrannt von der Sonne. Deswegen ist jetzt hier Prinz von Zamunda Style auf dem Longboard am Start. Wir versuchen jetzt erstmal Fehmarn hinter uns zu lassen. Ich melde mich danach wieder. Der Boy hier führt die Gruppe an. Er ist der Boss. Er ist der Boss. Der Prinz fährt gerade über die Fehmarn. Sundbrücke heißt sie, glaube ich. Super windig und super enger Fahrradweg hier. Richtig tough. Permanent kommen Fahrräder entgegen. Man muss super aufpassen. Aber wir haben es gleich geschafft. Ciao, sagt der Prinz. Ich weiß nicht, wie es Marcel geht, der da vorne läuft, aber für mich ist es auf jeden Fall gerade der härteste Teil unserer ganzen Tour bis jetzt. Das ist der fünfte Tag und mein linkes Bein hier ist so übelst am Schmerzen. Das ist natürlich das linke Bein, was eh weniger beansprucht ist, womit ich die ganze Zeit Anschubs gebe. Es tut so übel weh beim Fahren. Wir haben jetzt die Hälfte geschafft. Ich glaube 26 Kilometer, müssen noch 29, also noch nicht mal die Hälfte. Schieben gerade, um überhaupt erstmal wieder klar zu kommen. Beine hat eben richtig gut getan, fühlt sich jetzt ein bisschen besser an und ich habe meine Lauftechnik ein bisschen geändert, beziehungsweise eine Push-Technik geändert, wie Marcel sagen würde, und es geht jetzt deutlich besser. Ich versuche jetzt einmal nur Kilometer von der Uhr zu nehmen, dass wir auf jeden Fall so schnell wie möglich ankommen und nicht erst spät heute Abend durch die vielen Pausen. Wir fahren jetzt gerade in Grube ein und das ist ein gutes Stichwort, weil da kann ich mich eigentlich auch reinlegen. Es geht so nichts mehr. Alter, meine Motivation ist gerade so am Endpunkt. Ich könnte mein Board hier in den Garten schmeißen und Taxi rufen oder so. Sorry guys. Aua. Was für ein ab. Da geht es ja, sag ich mal, wie mein Bein, und jetzt gibt es noch das Restaurant dazu. Das ist ein Bäcker und der heißt so, wie ich auch gerade über mein Life denke. Mein Life ist ab. Ja, da hinten. Das ist eine Bierwerbung, das spricht dafür. Ja, dann lass uns da hinten hin zu Maybe Fuck Up ist. Man kann schon sagen, dass Grube, ich meine, ich weiß nicht, wo der Name herkommt, Güllegrube, Kiesgrube, auch sonst was. Aber ansonsten kann man echt sagen, dass Grube sehr, sehr schön ist. Schöne alte Häuser. Die Bäckerei Fack ist direkt im Zentrum. Ich darf das sagen, weil sie heißt so, ja. Also bitte, wenn ihr jetzt haten wollt, boah, dann bitte nicht, weil es ist die Bäckerei Fuck, ja. Wie geht's eigentlich meinem Bein? Bäckerei Fuck. Ach.
Es ist so ein Schmerz. Und ich gebe es jetzt hier nochmal ein anderes Restaurant, wo ich mich mal erholen kann. Entschuldigen Sie, ich bräuchte 10 Brötchen. Wo kriege ich die hier? Ja, gehen Sie doch zur Bäckerei Fuck in Grube. Die haben das sicherlich. Wenn Sie da nichts finden, gehen Sie noch zu... Ich höre jetzt auf. Dicker Approach von unserem Hotel. Bin kurz davor. Musste Marcel noch bitten, dass er seine 80er-Jahre-Musik ausmacht, damit ich da eine Chance habe. Ich wollte jetzt erstmal gucken, ob ich hier eine Massage kriegen kann. Das ist, glaube ich, das Beste für mich. Für mich und meinen Körper. Mein Körper ist mein Tempel. Aua! Tempel leidet. Pico mio. So ihr Lieben, wir haben jetzt gerade unser Zimmer bezogen, geduscht, gegessen und warten jetzt auf das Taxi, fahren noch mal ganz kurz an den Strand, um Grömitz einmal im Sand und am Strand zu sehen. Hier kommt unser geiles VW-Taxi. Englisches. Geil. Ich nach hinten. Moin. Kollege, den wollte ich vorher noch bei der Bank. Achso, deshalb, ich habe das schon alles geklärt. Ich habe Bargeld dabei. Also direkt zur Seebrücke. Ja, da wo es am schönsten ist. Oh, am schönsten, dann müsst ihr raus aus Grömitz. So ihr Lieben, wir sind jetzt hier in Grömitz gerade am Strand. Und gucken uns hier mal das High Life an. Das ist eigentlich schade hier, weil die Sonne geht da hinten unter. Wie ihr seht, da so. Und hier das Meer ist halt komplett grau, boring. Und von der Seite ist es jetzt nicht so richtig meins hier. Auch wenn es natürlich Strand immer cool ist. Der Taxifahrer meinte ja auch, das ist nicht so richtig geil hier. Wir waren oben gerade noch in so einem Restaurant und wollten da einen Kaffee trinken, aber das hat mich auch nicht so richtig geflasht. Was ich euch noch zeigen wollte, ist, wie wir heute gefahren sind. Ja? Und zwar, damit ihr es einmal seht, hat uns halt von Puttgarden, sind wir losgefahren, hier runter Fehmarn und dann komplett hier Oldenburg da, Oldenburg in Holstein, liegen gelassen und hier unten angekommen. Und das Ganze in 6 Stunden 5, 57 Kilometer, Durchschnittsgeschwindigkeit 9,4. Für mich war es auf jeden Fall die schwerste Route, jetzt nicht unbedingt von der Route her, sondern einfach, weil mein Bein komplett am Ende ist. Und ich hoffe, dass es morgen wieder fit ist, dass es wieder läuft, weil wir hatten eigentlich fast keinen Wind. Es ging gefühlt die ganze Zeit bergab. Aber das Problem ist natürlich auch, du musst ja die ganze Zeit bremsen und das hat mein Bein irgendwie gefühlt manchmal weggeflext. Nee, ich muss mich konzentrieren. Oh nee, ich habe dann auch noch Ohrenschmerzen gleich. Ich habe schon Beinschmerzen, Ohrenschmerzen. Keine Sorge, ich spiele deinen größten. Du spielst wieder Depeche Mode oder sowas. Ja.